Jo Leute, und damit erstmal ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Wolfenstein The Outblood. Ja, beim letzten Mal habe ich ordentlich verschissen. Jetzt werden wir das ein bisschen smarter anstellen. Aber zuerst müssen wir auf jeden Fall nochmal an den schlafenden Hunden vorbei. Ganz ruhig, Pfiffi. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Es ist vorbei. Ach, sind sie nicht niedlich, wenn sie schlafen? Und bam! Ja, ich weiß, das ist grausam. Aber hey, die droppen Rüstung. Was soll ich sagen? Oh, ich denke nur praktisch. Yo, der da hinten hat mich auch entdeckt, was? Das ist gemein. Das ist gemein, mies und ungerecht. Könnt ihr bitte vergessen, dass ich jemals da war? Oh, lol. Okay, ihr Gedächtnis scheint nicht sonderlich stark ausgeprägt zu sein. Sie vergessen sehr schnell. Ist allerdings gut für mich. Deswegen werde ich das natürlich alles schamlos ausnutzen. Oh. Komm, geh weiter. Ja, so ist gut. Okay, jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Komm, 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 beeil dich. Oh Gott sei Dank. Okay. So, dir knipsen wir erstmal das Licht aus. So, dann ist hier schon mal Ruhe. Als nächstes müsste ich eigentlich Nummer 2 ausknipsen. Der kommt hier nämlich die ganze Zeit lang. Wobei, jetzt ist er gerade... Ah, okay, jetzt kommt er wieder in meine Richtung. Was sehr ungünstig ist, weil der hier, glaube ich, auch gleich... Ach nee, der kann nur bis da. Okay. Okay, da muss ich jetzt nur auf ihn aufpassen. Wenn er erstmal weg ist. Aber das Ding hier vorne war, glaube ich, gar nicht das Problem. Das Problem war, wenn ich mich recht erinnere, weiter hinten. Oh, ganz ruhig, Willi. Oh, der kann hier rumlaufen. Der kann hier rumlaufen. Ich wusste nicht, dass der hier rumlaufen kann. Shit, shit, shit. Okay. Ja, gut, sein Geschirr geht hier noch weiter, ne? Seine komische... Ja, es ist kein Geschirr. Ihr wisst, was ich meine. Okay, jetzt läuft der Dude hier lang. Och, komm, Willi, geh weg. Ich bin hier schon wieder in einer sehr ungünstigen Situation, ich bin ehrlich. Jetzt kommt der da halt wieder. Ich könnte halt probieren, einfach durchzugehen und dann die anderen auszuschalten, aber ich wette, sobald ich die Tür da hinten aufmachen will, kommen die beiden mir hier dann wieder in die Quere. Komm, ich mach jetzt einfach. Okay, hat funktioniert. Nummer 2 ist down. Warum der in dem langen Gang jetzt nicht gekommen ist, fragt mich nicht. Der patrouilliert jetzt da hinten. Finde ich erstmal ganz gut. Komm, 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 komm. Los, 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 los. Okay, heute läuft wie am Schnürchen. So, dir nochmal den Saft ausklinken und jetzt war bloß noch einer, ne? Ne, jetzt ist gar keiner mehr hier, hä? Das war doch beim letzten Mal... Beim letzten Mal hatte ich doch übel Schwierigkeiten, hier durchzukommen. Was ist denn da los? Aber okay, dann sind wir durch. Oder warte mal, gab's zwei Ebenen? Nee. Nö, das war's schon. Okay. Interessant. Naja, dann haben wir ein bisschen Progress, ne? Beschweren werde ich mich nicht. Ein bisschen Rüstung. Als ob ich davon Fall Damage bekommen habe, also wirklich. Ich bin BJ Blazkowicz, ja? Kultes. Die Alchemie des Teufels. Ich habe sie gestern Abend gehört, als sie vor ihrem Zimmer war. Jeder weiß doch, dass sie sich für Geschichte interessiert. Das hat sie sogar in Wien. Mehr als das. Es ist übernatürlich.
Zweifelst du etwa ihre Motive an? Natürlich nicht. Es ist nur... Sie ist Obersturmbannführer der SS. Sie handelt nur zum Besten des Reichs. Meinst du, es interessiert sie, was du denkst? Nein, aber... Sie könnte dich auf der Stelle erschießen lassen. Ja, aber... Warum bist du der paranormalen Division der SS überhaupt beigetreten? Wenn du glaubst, dass solche Dinge unnatürlich sind, hä? Ich... Was? Ich dachte, wir würden etwas zum Anfassen suchen. Wie den Heiligen Gral zum Beispiel. Den Heiligen Gral? Ja. Ich fasse es nicht. Am besten verlierst du auch jetzt kein Wort mehr über diese Dinge. Was habe ich denn gesagt? Ja, Nazis beim Reden. Man kennt sie. Die ganz typischen Alltagsgespräche. Okay, ich sehe schon. Ich muss hier wieder ran. Junge, was kriege ich hier für ein Viehzeug rum? Bleh. Okay, was geht hier ab? Drohnen? Na, guck mal, da ist Gold. Komme ich hier jetzt einfach wieder zurück? Ja, sieht so aus. Okay. Ich folge einfach mal dem Lüftungsschacht. Mal sehen, wo er mich hinführt. Zu einem weiteren Supersoldaten, natürlich. Okay. Zwei Patrouillen. Leider den anderen gerade nicht sehen. Aber der geht zurück. Also sollte ich hier eigentlich kein Problem haben, rumzukommen. In der Theorie. Okay, wen von euch habe ich jetzt erwischt? Ah, den anderen, okay. So, jetzt aber Beeilung, BJ. Oh, shit. Ah, ganz ungünstig, ganz ungünstig. Ah, lass mich hoch. Okay, es hält nicht lange an. Aber ist gerade so nochmal gut gegangen. So, jetzt knipse ich dir auch noch das Licht aus. Komm her. Ist der Schlauch gerade schon abgegangen, bevor ich irgendwas getan habe? Gut, ne? Was soll ich dazu sagen, ne? Ich würde ja gerne die fette Wumme mitnehmen, ne? Aber die behindert mich, glaube ich, aktuell nur. Nein. Ich dachte, ich kann da irgendwas aufheben. Ich lasse die mal hier. Ist hier noch irgendwas? Nö, nichts zu finden. Dann gehen wir weiter, würde ich sagen. Direkt durch die nächste Tür. Da hinten ist Gold. Ich habe Gold gewittert. Hunde! Geh weg, geh weg! Oh, okay, vielleicht sollte man nicht braindead einfach reinrennen. Und es war auch kein Gold, es war Hundefutter. Ich habe Gold mit Hundefutter verwechselt. Oh, Mann! Das ist aber Gold. Ich wusste doch, ich habe Gold gerochen. Okay, wo ist der Supersoldat? Ah, wir haben noch ein bisschen. Ich schieb das Ding einfach mal mit. Ein bisschen Deckung kann ich schaden. Okay, der geht nur so weit, wie das Ding ist. Aber besonders smart sind die Typen aber nicht, ne? Zur Zentrale. Okay. Ich würde mich gern vorher nochmal umschauen. Da hinten ist nämlich noch Rüstung, habe ich gerade gesehen. Das Ding ist, der wird mich wahrscheinlich entdecken, wenn ich hier in der Ecke hocke. Oder vielleicht auch nicht. Ich sag ja, nicht besonders smart, die Typen. Okay, her mit der Rüstung. Und jetzt ganz schnell hier rein. Hier geht's weiter. Okay, okay, ich verstehe. Komm, 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 bevor der Brocken da drüben was merkt. Zu spät.
Aber die Tür ist offen, oder? Nein, sie ist nicht komplett unten. Komm, 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 komm. Ah, ich kann sie nicht komplett runter machen, während der mir... Ah, das ist mies. Hast du irgendwo einen Stromanschluss? Nein, nein, nein. Oh. Das mit dem Sliden ist manchmal so ein bisschen komisch. Das funktioniert nicht immer einwandfrei. Okay, mit dem Ding komme ich auch nicht weiter. Ich muss wahrscheinlich wirklich warten, bis er in die andere Richtung guckt und dann auf gut Glück. Ah, Junge, geh da rein. So dick bist du nicht. Okay, wo ist er? Na, scheiße, er guckt noch. Na los, jetzt verlier Agro. Ich bin gar nicht hier. Hier geht er jetzt? Ah, er ist immer noch hier. Mann! Jetzt mach endlich, dass du wegkommst. Ja, so ist gut. Ich bin bestimmt irgendwo da hinten. Okay, jetzt aber Beeilung. Okay, und durch. Hallo. Ja, dich stöpseln wir erstmal ab. So, ich nehme jetzt die Minigun mit, ist mir egal. Kurz nochmal gucken, ob hier irgendwas in den Nazi-Kisten ist. Kann ich die kaputt machen? Wartet mal. Ja! Ah, guck an. Bisschen Leben. Hier kann ich mich nur overhealen, das bringt mir aber nicht viel. Bisschen Rüstung wäre schön. Ist hier noch Gold? Ich weiß nicht mehr ganz, was einem Gold gebracht hat. Oder ob es einfach nur ein Collectible ist. Okay, Strom ist da. Dann mal Abfahrt. Hat er gerade auf den Ausknopf gedrückt? Ich frag für einen Freund. Ich glaube, ich gehe lieber hinter die Kiste. Ich habe da ein ungutes Gefühl. Ja, war richtig, das Gefühl. Es war ja mal sowas von richtig. Wie viele von diesen Supersoldaten haben die hier? Ich muss das Ding doch wegwerfen. Es behindert mich einfach zu sehr in der Beweglichkeit. Na komm, mach, dass du wegkommst. Bringt das irgendwas, wenn ich das wieder ausschalte? Oh shit. Okay, das geht einfach wieder an. Ach lol. Ach, das Ding nimmt ihn auch in Betrieb. Na gut, in dem Fall. Was haben wir hier? Na, wieder nur Heal. Gebt mir was Praktisches. Oh. Böse Buben, böse Buben. Ich muss mal kurz probieren, ob denen das auch ausstöpselt. Nein, tut es nicht. Okay, Lektion gelernt. Dann krieche ich halt wieder so wie so eine Ratte durch die Lüftungsschächte. Soll mir auch recht sein. Aber ich glaube, das ist nicht mehr wirklich ein Lüftungsschacht. Ich glaube, das ist eher so ein Wartungstunnel. Natürlich, wer kennt sie nicht? Die Wachen, die einfach ihre Helme hier liegen lassen. Ach ja, die Deutschen. Komm, BJ, beeil dich. Los, BJ. Durch da. Was haben wir hier? Schöne Map.
Oh oh. Du kranker Bastard, Jäger. Okay, hier können wir weiter. Er verfüttert die einfach an seine Hunde. An seine Hunde, die irgendwie mich am Anfang ein bisschen an Ratten erinnert haben, als ich es das erste Mal gespielt habe. Ich bin ehrlich, die sehen ein bisschen komisch aus. Mit ihrer komischen Rüstung. Oh Gott, ich muss da rein. Okay, ich warte, bis er weggeht. Da guckt sie euch an. Die sehen doch irgendwie aus wie Ratten, oder nicht? Findet ihr nicht? So ein bisschen? Ich bin gar nicht hier. So, ich glaube, die Sache da drüben muss ich mir gleich mal angucken. Moment schon. Der hat sich aber selbst schnell satt gefressen. Das muss ich schon sagen. Ja, ruh dich aus, ruh dich aus. Jetzt ruhst du dich wie immer aus, mein Kleiner. Okay. Ich werde das jetzt wieder nicht vorlesen. Aber ihr könnt gerne pausieren. Ich glaube, dann hau ich jetzt einfach mal ab, würde ich sagen, wa? Klingt nach einem Plan. Ach, schon wieder in der Kanalisation. Ich stinke inzwischen. Ich muss inzwischen einfach schon so nach Scheiße riechen, ne? So oft wie ich schon in der Kanalisation war in den ganzen Spielen. Mit Outlast hat es angefangen. Welcher Weg ist jetzt der richtige? Ich glaube, das ist der richtige. Nein, ich kann nicht wieder zurück. Warum? Warum machen Spiele das? Okay, hier ist aber nichts weiter. Ratten. Natürlich. Oh oh. Ich lasse den Hund mal leben. Solange er mir nicht in die Quere kommt, ist alles okay. Da ist Gold. Ich habe Gold gesehen. Sorry. Da oben ist er! Hab mich gerade die ganze Zeit gewundert, wo er ist. Okay, hier komme ich aber so nicht mehr raus. Ich glaube sogar nicht mal, dass das Gold einem was gebracht hat. Ich weiß, in dem 2009er Wolfenstein, da kann man damit, glaube ich, Upgrades machen. Ich glaube aber nicht, dass das hier so war. Naja, wir werden es noch rausfinden. Oh, er kommt hier lang. Okay, schön ruhig. Ja, geh lieber. So. Und ab mit dem Ding. Okay, da
Ich nehme an, ich muss da hin. Na, habt ihr was für mich? Immer nur Leben, da ist immer nur Leben drin. Hier unter der Treppe? Nö. Das klingt nicht gut. Das klingt gar nicht gut, meine Freunde. Das klingt gar nicht gut. Okay, das war ein tiefer Fall. Alter, wo bin ich denn jetzt gelandet? Oh, hier ist ja alles verseucht. Dieser Typ. So, ihr seid aber keine Nazis, ne? Ihr seid gefangen, ne? Sie kennen das Geheimnis. Oh Gott, sie kennen das Geheimnis. Tell me about the secret. What does Helga know? Oh mein Junge. Bist du von der Front zurück? Ich hätte nie gedacht, dass ich dich wieder sehe. Oh, mein kleiner süßer Junge. Oh. Sorry, old man. You mistake me for someone else. Ich dachte, eine Sekunde lang. Ja, die haben alle ein Ding weg hier. Aber das denke ich mal verständlich, ich meine, ne? Wer will schon hier in Castle Wolfenstein enden? Niemand. Niemand. Okay. Wesley, I tell you about Aunt Sarah. Diagnosed with dementia during college. Medication made her drowsy and strange. I remember those eyes of hers, like dirty windows on some derelict shack. Grandma told me it passed through with blood. Oh ja, die sind alle am Arsch. Ach du Scheiße. Ruhe bewahren. Für die Nation. Positive Gedanken. Was steht da? Leise sprechen. Ruhe bewahren. Ach ja, die Nazis. Wo muss ich lang? Warte mal. Ah, hier. Ne, von hier bin ich gekommen, ne? Warum ist hier überall Blut? Jo, okay, da war jemand viele Tage hier drin. Da war jemand sehr viele Tage hier drin. Ach du Scheiß. Ah, wortwörtlich. Okay, ich gehe. Was habe ich da gerade genommen? Oh, ich glaube, ich will es gar nicht wissen. Ah, guck mal da. Da müssen wir jetzt rein. Ich habe ja was von Easter Eggs gesagt, ne? Na, wer kennt's noch? Na, wer kennt's noch? Wolfenstein 3D? Oh ja, da gehen wir rein. Oh, ihr haltet ganz schön was aus, hey! Das war damals aber nicht so. Ich will meine Wumme wieder haben. Komm her. Jo, der hat ganz schön was ausgehalten, okay. Ist hier irgendwo Muni? Oh shit! Nee, das müssen wir nochmal probieren. Tut mir leid, das kann ich so nicht stehen lassen. Das kann ich so nicht stehen lassen. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist die gute alte Wolfenstein 3D-Mucke. Okay, das lief schon mal besser.
Ah, kommt sie jetzt? Ein bisschen abgewandelt, ne? Wie viele von den Kötern sind hier? Ich treffe ihn auch nicht wirklich. Okay, jetzt. Stirb! Stirb! So, da haben wir wieder ein bisschen Muni. Ach ja, es ist noch gar nicht so lange her, da habe ich das mal im Stream gespielt, das Original, ne? Junge, wenn der mit der Knarre sprintet, sieht das irgendwie so aus, als hätte der da so eine Stielhandgranate, ne? Findet ihr nicht? Mit dem Schalldämpfer vorne drauf? Oh, okay, das sieht schon schmackhaft aus, muss man ja sagen, ne? Aber irgendwie auch ein bisschen altbacken, muss man es auch sagen, ne? Es könnte noch aus Return to Castle Wolfenstein sein. Auch so ohne Teller, einfach da so hingeschmissen. Okay, aber wo geht's weiter? Okay, der hat nichts gemerkt. Oh, okay, der ist ein bisschen tankiger. Hast du eine MP40 für mich? Nein, leider nicht. Ach, Onkel Adi, der gute Alte. Aber leider nicht die Originalmusik, ey. Die Originalmucke von Wolfenstein 3D, die ist irgendwie richtig fetzig. Die hätte ich jetzt hier gerne. So, da waren wir ja schon drin. Warte mal, dann gehen wir da nochmal hin. Da müssten wir, glaube ich, auch gleich am Ende sein von dem Level hier. Oh, es geht sogar noch weiter, okay. Ich weiß gerade nicht mal, ob das hier ein Original-Level aus dem alten Spiel ist. Oder ob das hier extra erstellt wurde. Das kann ich gerade tatsächlich nicht sagen. Okay, hier liegt Silber rum. Ich weiß nicht genau, was es mir bringt, aber ich sammle jetzt einfach mal ein. Okay, mehr Muni kann ich gar nicht tragen. Ich glaube, es gab auch früher so Easter Eggs, wenn man hier irgendwie interagiert hat mit den Bildern. Aber ich werde jetzt nicht nach allem suchen. Okay, hier komme ich nicht durch. Wir haben eine sehr breite Hitbox, die Fässer. Hallo. Oh, zwei von denen. Stirb, um Gottes Willen. Ah, die haben früher auch immer so diese richtig schlecht übersetzten deutsch oder schlecht synchronisierten deutschen Sprüche gemacht. Wie so mein Leben zum Beispiel. Daher kommt ja auch der Name für den höchsten Schwierigkeitsgrad hier in dem Spiel. Das waren die Typen hier. Wenn man die abgeknallt hat, warum auch immer die blaue Uniform tragen, eigentlich müssen die schwarze tragen. Das soll nämlich SS-Leute darstellen.
Wo? Die haben dann immer so mein Leben gerufen. Der Klassiker. Wann ist dieses Level mal zu Ende? Es ist doch schon ganz schön groß. Hallo? So, ich wette, da ist der Ausgang. Ich guck nochmal schnell hier. Was sich hier noch so schönes verbirgt. Jetzt lad doch nach, um Gottes Willen. Jetzt stirb endlich! Was hat er gesagt? Ich habe nicht mal verstanden, was er gesagt hat. Okay, hier ist noch Silber. Das nehmen wir natürlich mit. Wenn dann schon richtig. Lauf, BJ! Lauf! Oh Gott, hier ist ja noch gar nicht das Ende. Wie lang ist dieses Level? Oh oh. Es bockt irgendwie, ne? Das Original könnte man auch mal wieder spielen. Okay, aber wo ist der verdammte Ausgang? Habe ich eine Map? Ja, ich habe eine Map. Okay. Da hinten hätte ich noch lang gehen können. Ich kann mir vorstellen, dass wir hier hin müssen. So, warte, jetzt bin ich in diesem Gang. Da waren wir noch nicht. Hier ist nichts weiter. Ja, wo könnten wir noch hin? Ja, dann wahrscheinlich wirklich hier hinten, ne? Los, BJ, wir finden den Ausgang. Es kann nicht so schwer sein. Weil diese Einschusslöcher einfach. Auch diese graue Decke, ne? Diese graue Decke und der graue Boden. Ah, naja, so war das halt damals. War das nicht sogar der erste Ego-Shooter? Kam doch vor Doom. Ist er das? Ist das der Ausgang? Oh, noch mehr Nazis, ernsthaft? Joke, wie groß ist dieses Level, Alter? What? Macht's eigentlich einen Unterschied, wo ich die hitte? Ich glaube nicht, ne? Okay, wir haben den Schlüssel.
Ich hätte gerne die MP40, die wäre echt geil. Aber ich glaube, die kriegt man in diesem Spiel nicht. Hier hat man ja nur dieses Sturmgewehr, was auch immer das darstellen soll. Ist auf jeden Fall kein Sturmgewehr aus dem Zweiten Weltkrieg, ey! Jedenfalls keins, das ich erkennen würde. Höchstens die, vielleicht die, hier, wie hieß das Ding? Oh Gott! Hat nicht sogar auch eine MP? Ich glaube MP, nee, STG-44, das könnte sein. Okay, hier ist aber auch nichts weiter. Ich will jetzt zum Ausgang. Da drüben. Ich glaube, da ist er. Wobei, nee, das ist kein Ausgang, oder? Ich glaube, das ist nur ein Zugang zur nächsten Ebene. Aber glaube ich auch irgendwie nicht. So lang kann dieses Level nicht sein. So, wir nehmen noch ein bisschen Silber mit, los. Ich wusste es. Jetzt stirb doch mal! So, das ist er jetzt aber. Jawohl, da ist der Ausgang. Schließe den Albtraum in Kapitel 1 ab. Das seht ihr jetzt nicht, aber ich habe mal Erfolg gekriegt. Okay, Leute, ich würde sagen, wir haben jetzt eine gute Folgenlänge. Die ist sogar schon ein bisschen zu lang. Aber okay, das soll es für heute gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es weitergeht mit Wolfenstein: The Old Blood. Bis dahin, bye bye.